Es ist ein kleines Stückchen Normalität, die Michael Ballack sicher gut tut. Denn seit dem 5. August ist nichts mehr, wie es war. An diesem Tag verstirbt sein Sohn Emilio Ballack mit gerade einmal 18 Jahren bei einem schrecklichen Quad-Unfall in Portugal. Über einen Monat nach dem unbeschreiblichen Verlust wagt der Ex-DFB-Spieler den Schritt zurück in die Öffentlichkeit. Mit seinem älteren Sohn Luis besucht Michael Ballack das Bundesliga-Topspiel Leipzig gegen Bayern, das die Münchner mit 4:1 für sich entscheiden können. Der 44-Jährige selbst spielte von 2002 bis 2006 für den Münchner Verein und hat sich das Match trotz Fernsehkameras nicht entgehen lassen wollen. Der ehemalige Nationalkicker wirkt nachdenklich und zurückhaltend auf der Tribüne. Und trotzdem ist dieser Schritt in die Öffentlichkeit nach Wochen der Trauer ein kleiner Schritt nach vorn.